Generation Krise. Keine Kohle, keine Zukunft, keine Perspektive. Willkommen in der Generation Krise. Verraten und verkauft, dann machen wir ein Aufstand. Wir sind die Generation Krise. Keine Kohle, keine Zukunft, keine Perspektive. Willkommen in der Generation Krise. Verraten und verkauft, dann machen wir ein Aufstand. Wir sind die Generation Krisenopfer. Jede Woche, diese Woche, hier hat keine Perspektive. Aber jeder ein Lieblingsbocker. Wir kriegen wie Riesenbock, sag ständig nur drauf. Viele schießen sich ab, manche hängen sich auch auf. Viele hängen. Weiß, ich bin eine der wenigen, die das hier macht, weil sie im Campact-Team ist. Aber ich mache das natürlich auch, weil ich es richtig und wichtig finde, die Finanzmärkte einzudämmen. Und wie ihr hier schleppt, das ist einfach total super. Wir können ja mal zusammen einen Slogan versuchen. Das glaube ich nicht. Keine Macht den Banken, Zocker in die Schranken. Keine Macht den Banken, Zocker in die Schranken. Es kann nur besser werden in der Finanzsektor. Die Hauptschule liegen also. Das ist ein symbolischer Akt, finde ich besser. Etwas zu tun als gar nichts. Das kann es nicht sein, dass ich zum Beispiel Steuern bezahle und meinen Lohn. Und wenn ich mir zum Beispiel Benzin kaufe, wieder Steuern bezahle und mit diesem Benzin, wo ich Steuern bezahlt habe, vielleicht was verdienen gehe, nochmal als Nebentätigkeit, um überhaupt überleben zu können, dann nochmal Steuern drauf zahle. Und hier werden einfach die Gelder so links und rechts verteilt über Computer und es passiert nichts. Die schäffen sich alle die Taschen voll mit irgendwelchen Transaktionen und da kommt nichts rüber dabei. Und da muss die Politik endlich mal zugreifen und sagen, so jetzt nicht, wir müssen da was tun. Und es wird allerhöchste Zeit. Ja, wir wollen heute mit der Aktion die Finanzmärkte eindämmen. Wir sagen, es braucht endlich Konsequenzen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten Jahre und als ersten Schritt eine Finanztransaktionssteuer, die genau ein Stück weit Volatilität aus den Märkten nimmt, kurzfristige Spekulation bremst und die Finanzmärkte ein Stück eindämmt. In den nächsten zwei Wochen wird entschieden in Brüssel über die Finanztransaktionssteuer und wir wollen jetzt nochmal Druck machen auf die Bundesregierung, dass sie beim ECOFIN, also beim Treffen der europäischen Finanzminister und beim EU-Gipfel klare Kante zeigt und sagt, wir wollen jetzt mit zumindest möglichst vielen Staaten eine Finanztransaktionssteuer einführen. Wir fordern die Einführung der Finanztransaktionssteuer aus zwei Gründen. Zum einen wegen ihrer Lenkungswirkung. Sie soll die Spekulation eindämmen. Das heißt, kurzfristige Spekulationsgeschäfte durch den geringen Steuersatz von 0,1% unrentabel machen, unattraktiv machen. Und als zweites soll sie diejenigen, die die Wirtschaftskrise mitverantwortet haben, mit zur Kasse bitten. Also große Banken, Investmentfonds, die sollen jetzt endlich an den Folgen der Krise oder den Kosten für die Krisenfolgen beteiligt werden. Und das ist sozusagen ein erster Einstieg. Es braucht sicherlich mehr. Es braucht noch mit anderen Instrumenten eine starke Regulierung der Finanzmärkte und es braucht auch auf sonstigen Ebenen eine stärkere Beteiligung, gerade von Banken und von Vermögenden. Aber das ist ein erster Einstieg, ein erstes Signal und dafür machen wir heute Druck. Ja, ich bin total erfreut, wie viele Menschen hier sind. Es sind weit über 100 Menschen, die hier die ganze Zeit Sandsäcke aufstapeln und die Finanzmärkte eindämmen. Und das ging hier heute Morgen um 7 Uhr früh los. Also klasse Signal, dass so viele Leute sich hier engagieren. Und wir sind gespannt, wie es dann um 10.30 Uhr weitergeht, wenn der Damm wirklich geschlossen wird. Und ich denke, hier auch viele Medienvertreter da sind und darüber berichten werden. Die Finanztransaktionssteuer verlangen wir schon von Anfang an zur Bekämpfung der Armut in der Welt und für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen und für Gesundheitspolitik. Und wenn man hier die Krisenkosten reinholen will, dann gibt es andere Instrumente, zum Beispiel Vermögenssteuer, Vermögensabgabe und eine vernünftige Einkommenssteuer. Der Fiskalpakt, da gibt es zwei wichtige Kritikpunkte. Abbau der Demokratie und Verlängerung der Armutskürzungspolitik nach neoliberalem Muster. Das sind die zwei Hauptkritikpunkte. Wir regieren die Welt. Genau. Wir regieren die Welt. Auf uns kommt's an. Was wollen wir denn? Das Geld, hier ist das Geld. Ja, hier. Hier ist das Geld. Ja, hier ist die Macht.
uns mag es noch gut gehen, warten wir ein Jahr ab. Aber in anderen Teilen der Welt geht es nicht gut. Und dafür sind wir mitverantwortlich. Und wenn wir Verantwortung übernehmen, dann fordern wir, dass wir als deutscher Staat, in dem Fall als deutsche Bürger, als Gesellschaft in Europa, es den anderen Leuten nicht so schwer machen, dass sie an unserer Wirtschaft, an unserer Finanzpolitik verrecken. Danke. Die Börse, die bezahlt keine Umsatzsteuer. Warum sagt man das nicht? Warum sagt man ein Wort wie Finanztransaktionssteuer? Kann nicht sein, dass hier Milliarden umgesetzt wird, Tag für Tag, und es gibt keine Abgaben dafür. Das fördert den Missbrauch von Mikro, Elektronik und was weiß ich, was da alles gibt. Ich bin total empört. Transaktionssteuer, jetzt! Dankeschön! Die Macht der Banken und Finanzwelt bricht! Die Macht der Banken und Finanzwelt bricht! Sind die Generation Krise, keine Kohle, keine Zukunft, keine Perspektive, willkommen! In der Generation Krise verraten und verkauft, dann machen wir einen Aufstand und ihr wollt uns erzählen, dass das alles Schicksal ist.